Kurz vorweg, meine These ist, dass das Potenzial dessen, was man so gemeinhin mit Recht von der CDU bezeichnet, noch viel, viel größer ist, als es zurzeit erscheint. Das fängt schon damit an, was ist eigentlich rechts von der CDU? Also was ist eigentlich CDU gerade? Ja, ich erinnere, Merkel gestern Abend am CSU-Parteitag, schon da fängt es an. Wie definiert man heutzutage eigentlich die Union? Dass dieses Potenzial so groß ist, hat verschiedene Ursachen. Ich will mich heute mit einer dieser Ursachen befassen, die aus meiner Sicht ganz zentral ist, mit einer dieser Ursachen. Also hier sieht man Leute gegen Kapitalismus demonstrieren, Ausbeutung stoppen, Kapitalismus zerschlagen, ist ja irgendwie ganz sympathisch, arm trotz Arbeit, Kapitalismus zerschlagen, 1. Mai, kennt man ja als Gewerkschafter, ist doch irgendwie sympathisch, ja, das spricht einem doch an. Die Zähne zeigt, wer das Maul aufmacht, aufstehen gegen globalen Kapitalismus und spätestens bei der letzten Zeile müssen wir dann wirklich hellhörig werden, nationaler Sozialismus jetzt. Ja? Das sind alles Nazis, die hier demonstrieren. Alles Nazis, die hier demonstrieren, moderne Nazis. Und die Seite, die hier oben auf dem Banner beworben ist, www.antikap.de, empfehle ich mal reinzugucken. Die ist seit 2-3 Jahren nicht mehr bedient, aber es stehen noch relativ viele Texte drauf und ist der Versuch, so einen rechten Nazi-Antikapitalismus ein bisschen theoretisch zu unterlegen. Antikap.de. Und wenn wir über die Nazis reden und verstehen wollen, was der Nationalsozialismus eigentlich war, dann empfehle ich sehr, diesen Film sich anzugucken, Jutsüß von 1940. Der Film steht auch in YouTube mit spanischen Untertiteln, aber das Original ist ja deutsch, dann kann man verstehen. Ja? Dieser Film kommt 1940 in die Kinos, 19 Millionen Menschen strömen dort rein und zwar nicht, weil sie der Blockwart reingetrieben hätte, sondern weil sie dort das sehen, erleben, was sie denken, hoffen, glauben und wünschen. Der Handel ist ja die historische Figur, das ist Oppenheimer, am Hofe eines Herzogs von Württemberg. Und dieser Herzog ist zunehmend in Geldschwierigkeiten. Der Staatshaushalt wackelt immer an allen Ecken und Enden reicht nicht. Und am Hof dieses Herzogs lebt ein hochintelligenter, mit allen Wassern gewaschener Finanzmanager. Der hat immer wieder ganz tolle Tricks drauf und rettet damit den Herzog immer von der Pleite. Entsprechend wächst sein Einfluss am Hof, in moderner Sprache der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst. Nun, dieser Finanzmanager ist Jude und irgendwo, wo das muss das Geld, das er dem Herzog besorgt, auch herkommen. Und er hat auch dann seine Hintermänner. Und da sieht man dann nicht mehr so die Raffinesse und die Intelligenz, sondern da ist die pure Gier in die Gesichter geschrieben, wie sie sich am Staatsschatz bereichern. Das hier ist die reine Gier, die ohne ehrlich arbeiten zu wollen, zu einem guten Leben kommen will. Die Gegenposition in diesem Film ist die da. Hier sieht man den ehrlich arbeitenden deutschen Arbeitsmann inklusive züchtig waltender Hausfrau. Und das sind die Betrogenen. Die ehrlich Arbeitenden sind die Betrogenen. Man sieht rechts, die Mauer ist eingerissen, ihres Hauses. Warum? Weil der Finanzjude vorbeikam, den Zins verlangt hat, den sie nicht zahlen können. Daraufhin lässt er ihr Haus abreißen. Von diesem Widerspruch zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, und der ehrlichen, aber betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende des Films wird der Jude hängen, und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes in dem Film, aber auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Zuschauer, die diesen Film gesehen haben. Und wenige Monate nach diesem Film beschließt die Wannsee-Konferenz dann die Endlösung der Judenfrage. Nur hat der Film auch einen positiven Helden, der zum Kampf gegen die Juden mobilisiert. Und in so einer Schlüsselszene sitzen sie unten in so einem Bierkeller und erhält eine flammende Rede. Und wenn dieser Satz fällt, wie die Heuschrecken fallen sie, also die Juden, über uns her, dann springt der Funke über, dann stehen sie auf und sagen, so ist es genau und jetzt nehmen wir den Kampf gegen die Juden auf. Jetzt hat Verdi vor einigen Jahren eine Broschüre rausgegeben, die den Anspruch erhebt, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären, Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur,
die exzessiv mit dieser Heuschreckenmetapher arbeitet. Da finden sich dann Bilder wie dies, ich habe nur eines, man kann gar nicht mehr unterscheiden, sind es Heuschrecken, sind es Menschen. Jedenfalls, sie sind ohne Ende gierig und ziehen aus allem, seien es Wohnungen, seien es Fabriken, ihren Profit raus. Dieses Bild. Wir haben damals in Verdi, einige haben was dagegen geschrieben. Es gab eine spannende Diskussion in Verdi und nach meinem Überblick, ich bin ja nun, Mensch sei Dank, sage ich immer, in Rente, bin also nicht mehr so ganz aktiv drin, aber nach meinem Überblick verwendet Verdi diese Heuschreckenmetapher auch nicht mehr, finde ich toll. Ja? Aber es geht ja bei weitem nicht nur um Verdi, dieses Bild ist entstanden auf der ersten Demonstration nach dem verlorenen Volksentscheid zu Stuttgart 21. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid. Entschieden hat nicht das Volk, entschieden hat Kapital, Spekulanten, Heuschrecken mit ihren Millionen und irregeführte, belogene und betrogene Bürger. Süddeutsche Zeitung, bürgerliches Blatt, Heuschrecke über den Dächern, da ging es um den Wohnungsverkauf von Sozialwohnungen in Dresden. Ja, und noch viel mehr solche Bilder. Natürlich sind weder die Kollegen von der Abteilung Wirtschaftspolitik noch die Redakteure der Süddeutschen, sondern noch die, die hier gegen Stuttgart 21 stimmen, stehen in irgendeiner Weise Nazis. Das wäre ja absurd, das wäre ja unter jeder Gürtellinie und es wäre vor allem auch analytisch falsch. Aber das Problem ist, was die Bilder zeigen, dass in der ganzen Gesellschaft, von rechts nach links und in der vermeintlich ach so guten Mitte, hochproblematische Bilder und Denkmuster verbreitet sind. Und das ist das Problem. Und diese hochproblematischen Denkmuster, die sich für so kritisch halten, aber nicht wirklich kritisch sind, münden regelmäßig in einer Frage, und das ist die hier, die steht. Das halte ich für die zentrale, pseudokritische Frage des oberflächlichen Antikapitalismus. Geld regiert die Welt, stimmt da irgendwie auch? Ja, stimmt irgendwie, ist ja so eine Alltagserfahrung. So, aber jetzt, Leute, seid kritisch. Jetzt fragt nach, wer regiert denn eigentlich das Geld? Und man sieht hier 99%, das ist eine Occupy-Demonstration. Aber hier sehen wir die Frau Oertel. Die ist bei Pegida groß geworden in Dresden, hat sich vor 2-3 Monaten entschuldigt, öffentlich. Sie habe eingesehen, es seien nicht die Muslime, die an allem schuld sind, sondern es sind die Amis, die an allem schuld sind. Und die macht jetzt bei Pegada mit, also gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also von rechts, ja, von rechts, mit genau dem gleichen Spruch. Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld? Nun kann man sagen, naja, Occupy und Pegida, Pegada, irgendwo Spinner am Rande oder sowas. Nee, hier der Spiegel. Also das Mainstream-Medium überhaupt mit genau der gleichen Frage, Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Oder Seminar Evangelische Hochschule Nürnberg mit genau derselben Frage. Es ist ganz weit verbreitet die Vorstellung, dass es doch irgendwelche im Verborgen wirkende Hintermänner des Geldes, die wirkliche Macht haben, geben müssen und die eine so große Macht haben, dass sie uns alle immer übers Ohr hausen und beherrschen. Das ist eine ganz weit verbreitete Vorstellung. Das liegt im Stadtarchiv in Cannstatt. Das ist ein Flugblatt der NSDAP von 1930, mit dem die NSDAP Wahlkampf gemacht hat. Das ist 4 Seiten lang und keine Angst, wir lesen jetzt nicht alles vor. Es fängt an mit der Schilderung des Elends der Arbeitslosen und Arbeiterfamilien und zählt dann über 4 Seiten lang aus, mit Name und Hausnummer, welcher Bankdirektor, welcher Großkapitalist, welcher Minister, welcher ehemalige Minister, wie viele Millionen besitzt, wie viele Villen besitzt, wie viele Privatjachten hat, Pensionen kriegt. Und das endet dann nach 4 Seiten. Damit diese Ausbeutung garantiert aufhört, entscheide dich für die Partei Adolf Hitlers, werde Mitglied der Nationalen-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei. Die nationalsozialistische Bewegung war eine antikapitalistische Bewegung. Das muss man zur Kenntnis nehmen, gerade wenn man sich selber antikapitalistisch verortet und einem das sehr wehtut. Aber nicht alles, was antikapitalistisch ist und auftritt, ist auch per se deswegen schon gut. Nun kommt ja da in der Regel immer folgender Einwand. Naja, die haben ja nur Propaganda gemacht.
Das war ja nur Propaganda, die haben ein bisschen auf Antikapitalismus gemacht, um die Leute wegzukriegen von der SPD und von der KPD. Und im Übrigen sieht man ja, nach 1933, als sie dann dran waren, haben sie ja nicht die Monopole enteignet und die haben ihren Profit gemacht. Also es war doch nur Propaganda. Weit verbreitete Einschätzung. Ich glaube, diese Einschätzung trifft sich. Diese Einschätzung kann man nicht wirklich teilen, wenn man sich mehr damit befasst. Der Antikapitalismus der NSDAP war keine Propaganda, sondern er war Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. So, was ist das? Das ist natürlich, das ist was ganz Verrücktes und das ist auch ein Widerspruch. Aber ein quick, lebendiger Widerspruch. Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals, den gab es vor der NSDAP, den gab es während der NSDAP und den gibt es auch nach der NSDAP. Der ist auch heute weit verbreitet, wenn auch in verschiedenen Formen. Was ist damit gemeint? Ich empfehle, den Hitler zu lesen. 3 Klicks. Im Netz hat man Mein Kampf, 700 Seiten Geschwurbel. Ja. Aber die ersten 70 Seiten sollte man unbedingt lesen, weil da schildert er, wie er als ganz junger, der ist ja ganz unten, sozialisiert. Und er wird über die soziale Frage sozialisiert. Er empört sich über das Elend der Arbeitslosenfamilien, lernt da übrigens auch die Gewerkschaften kennen, findet die Gewerkschaften gut, sagt, man muss sie nur von den jüdisch durchsetzten und antinationalen Sozialdemokraten befreien, aber wenn die weg wären, wäre es ganz gut mit den Gewerkschaften. Und in seinem Buch schreibt er immer, wie er sich entwickelt hat. Also Mein Kampf, da habe ich mal das so gesehen und dann musste ich aber einsehen, dass es so war, dann habe ich wieder das erlebt und dann so habe ich mich entwickelt, Mein Kampf. Und nun ist da eine interessante Stelle, da hört er diesen Gottfried Feder, das ist ein sogenannter Zinskritiker, ein oberflächlicher Pseudo-Antikapitalist, der auch heute noch sehr gerne von Zinskritikern immer wieder zitiert wird. Alle diese Gedanken, meine Adolf Hitlers Gedanken, fußten noch auf der Meinung, dass das Kapital in jedem Falle nur das Ergebnis der Arbeit wäre. Diese Stellungnahme konnte sich dann in 2 Grenzlinien halten. Erhaltung einer lebensfähigen, nationalen und unabhängigen Wirtschaft auf der einen Seite, Sicherung der sozialen Rechte der Arbeitnehmer auf der anderen. Den Unterschied dieses reinen Kapitals als letztes Ergebnis der schaffenden Arbeit gegenüber einem Kapital, dessen Existenz und Wesen ausschließlich auf Spekulation beruhen, vermochte ich früher noch nicht mit der wünschenswerten Klarheit zu erkennen. Dieses wurde nun auf das Gründlichste besorgt von Gottfried Feder. Zum ersten Mal in meinem Leben vernahm ich eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem internationalen Börsen- und Leihkapital. Nachdem ich den ersten Vortrag Feders angehört hatte, zuckte mir auch sofort der Gedanke durch den Kopf, nun den Weg zu einer der wesentlichsten Voraussetzungen zur Gründung einer neuen Partei gefunden zu haben. In dem Moment, wo ihm klar wird, wo er meint, es sei ihm klar, was das Finanzkapital sei, in dem Moment wird ihm klar, wie die NSDAP aussehen muss. Ganz zentral bei Hitler. Ein anderer Nazi hat das wenig später sehr treffend auf den Punkt gebracht. Deutschland wandte sich gegen den Kapitalismus, nicht gegen das Kapital. Denn Kapital kann ja nur aus Arbeit entstehen und es ist nicht einzusehen, warum es weniger daseinsberechtigt sein soll als die Arbeit selbst. In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr Fron. Die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Schreibt ein Anton Zischka in einem Werk mit dem Titel Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei 1941. Und deswegen konnte die nationalsozialistische Volksgemeinschaft parallel zur natürlich weiter funktionierenden Kapitalverwertung laufen. Vollbeschäftigung statt Massenarbeitslosigkeit, steigender Lebensstandard, Einführung von bezahltem Urlaub, Erweiterung der Unfallversicherung, Berufskrankheiten, Krankenversicherung der Rentner und, und. Wir haben bis 1994 mit der AZO, mit der Arbeitszeitordnung von 1938 gearbeitet. Die war zum Teil besser als das Arbeitszeitgesetz von 1994.
Die Nazis haben dieses Bild, diese vermeintliche Kapitalismuskritik oder diesen Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals in diese geniale Formulierung gebracht vom Schaffenden und vom Raffenden Kapital. Besser kann man diese Denke, glaube ich, nicht mehr auf den Punkt bringen. Jetzt sagt es heute niemand mehr, weil jeder weiß, dass die Nazis das gesagt haben. Aber die Denke vieler Menschen ist nicht viel weit von dieser vereinfachten Vorstellung weg. Und das ist das Problem. Das ist eine Umfrage, die ist 1,5 Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt. 48% sehen das genauso. Nur ein knappes Fünftel lehnt diese Aussage ab. Und ein gutes Drittel ist sich unschlüssig. Könnte man als anderer Kapitalismuskritiker froh sein und sagen, hurra, endlich haben Sie es kapiert. Aber meine These ist, dass die allermeisten dieser Kapitalismuskritiker sehr wenig bis gar nichts davon verstanden haben, was das Kapital eigentlich ist. Und deswegen rede ich auch eigentlich ungern vom Kapitalismus und vielmehr vom Kapitalismus, weil wenn man was gegen diesen Ismus hat, sollte man ein bisschen was von dem Ding verstanden haben, was dem Ismus den Namen gibt. Ein Antikapitalismus, der keinen Begriff vom Kapital hat, ist nichts Besonderes, sondern ganz normal, auch heute wieder. Und dazu sehen wir uns mal einen bestimmten Text an. Da gibt es also einen Text, ich lese ihn vor. Die kapitalistische Nation verzichtet auf ihre Schutzfunktion gegenüber dem Volke und liefert es ungerührt dem internationalen Kapital aus. Ungebremster Freihandel und unbegrenzte Einwanderungsfluten ausländischer Lohndrücker zerstören die Nation als sozialen Schutzraum des Volkes. Die kapitalistische Nation zerstört die eigene Nationalkultur durch Amerikanisierung, American Way of Life, kommerzialisiert das Vaterland zur verhökerfähigen Ware im Rahmen der internationalen Bodenspekulation, macht aus der Heimat die Müllkübe einer ökologiefeindlichen Profitwirtschaft und zerstört Werte und Traditionen im Zeichen eines kulturlosen Materialismus. Na, da stolpert man ja so über so manches da drin und fragt sich, aus welcher Ecke kommt der Text eigentlich? Er kommt von dieser Seite, antikap.de, rechter Nazi-Antikapitalismus, aus einem Aufruf gegen Globalisierung. Wenn wir diesen Text nun mal durchgehen und ihn von einigen Dingen bereinigen, die vielen Menschen so irgendwie auch aufstoßen und die sie gerne anders formuliert hätten. Nation, was soll das immer mit Nation? Schreiben wir doch mal der Staat. Also der Staat verzichtet auf seine Schutzfunktion gegenüber dem Volke, liefert es ungehört im internationalen Kapital aus. Ungebremster Freihandel, unbegrenzte Einwanderungsfluten, Ausländer, das geht natürlich gar nicht. Ja, das wollen wir nicht. Einwanderungsfluten, Ausländer wollen wir nicht. Sagen wir doch, Einwanderung von Lohndrückern. Ja? Zerstören die Nation, sagen wir lieber den Sozialstaat, als sozialen Schutzraum des Volkes. Die kapitalistische Nation zerstört die eigene Nationalkultur durch Amerikanisierung. Statt Volk sagen wir Menschen. Ja, das mit der Amerikanisierung, da können ganz viele mit. Ja? Sagen wir nicht wieder Nation, sondern sagen wir die Politik. Zerstört die Nationalkultur durch Amerikanisierung, kommerzialisiert das Vaterland zur verhökerfähigen Ware und schreiben wir doch lieber unser Land im Rahmen der internationalen Bodenspekulation, macht aus der Heimat, Heimat ist ein komischer Begriff, sagen wir lieber Umwelt, ja, die Müllkippe einer ökologiefeindlichen Profitwirtschaft und zerstört Werte und Traditionen im Zeichen eines kulturlosen Materialismus. Und schon haben wir hier einen Text stehen. Ja. Der Staat verzichtet auf seine Schutzfunktion gegenüber dem Volk, liefert es ungehört dem internationalen Kapital aus, ungebremster Freihandel und unbegrenzte Einwanderung von Lohndrückern zerstören den Sozialstaat als sozialen Schutzraum der Menschen. Die Politik zerstört die eigene Kultur durch Amerikanisierung, American Way of Life, kommerzialisiert unser Land zur verhökerfähigen Ware im Rahmen der internationalen Bodenspekulation, macht aus der Umwelt die Müllkippe einer ökologiefeindlichen Profitwirtschaft und zerstört Werte und Traditionen im Zeichen eines kulturlosen Materialismus. Und schon haben wir einen Text, der nur an der Oberfläche des einen oder anderen ein bisschen geglättet hat und der von ganz, ganz vielen Menschen, auch von vielen Gewerkschaftern, so wie er da steht, unterstützt wird. Und das ist das Problem.
Das ist eine kumulierte Stichprobe der Universität Leipzig von 2002 bis 2012. Da kriegen die Leute also immer 4 Thesen vorgelegt und sie dürfen sie bewerten. Ich stimme voll und ganz zu, überwiegend, teils, teils, lehne überwiegend ab, lehne voll ab. Bei dieser Umfrage ist natürlich die Aussage, ich lehne etwas vollkommen ab, mit Abstand die interessanteste. Weil wenn ich etwas nur überwiegend ablehne, heißt es ja, naja, irgendwie könnte ja doch was dran sein. Oder in einer zugespitzten Krisensituation könnte ich es mir ja vielleicht anders überlegen. Und die Aussage, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 49,7% aller Deutschen völlig ab. Die Aussage, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 48,9% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, lehnen nur 34,1% aller Deutschen völlig ab. Und wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, das lehnen gerade noch 15,9% aller Deutschen völlig ab. Es gibt einen weit verbreiteten Alltagsantikapitalismus des Gefühls oder Bauchantikapitalismus, eine gefühlte Bedrohung durch Manager, Spekulanten, Zocker, Bankster, Heuschrecken, wie immer man sie auch nennt. Und die haben eben, dahinter steht immer das gleiche Bild. Da oben gibt es einige wenige Gierige, die haben eine undurchschaubare Macht, haben alles in der Hand, regieren die Fäden des Geldes und die stehen gegen uns. Und dieses Uns, dieses Wir, das ist immer das eingebildete Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Diese Karikatur ist aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sehen wir da? Da sehen wir einen Geldsack, einen fetten Geldsack, der seinerseits auf dem fetten Geldsack sitzt, vor der Börse. Und man sieht auf den ersten Blick die Nase, die Lippen, das ist ein Jude, ja, das ist ein Jude, ja klar. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. In dieser modernen Karikatur von jemandem, der sich einen ganz radikalen Kapitalismuskritiker hält, wird man beim besten Willen keine jüdischen Züge sehen. Also man wird auch nicht sagen, es wäre absolut daneben zu sagen, das ist nun antisemitisch. Aber das Denkmuster, ja, dass es einige wenige Gierige gibt, die an allem schuld sind und deren ganzer Lebenszweck darin besteht, zum König des Geldes zu werden, ist genau da. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit ist das noch von Antisemitismus weg? Nicht auf jeder Occupy-Demonstration hält jeder so ein Schild hoch. Aber es ist interessant, dass so ein Schild auftaucht und es liegt auch in der Logik. Wenn die Dinge so eingerichtet sind, dass 99% Ehrliche und Betrogene unter der Gier des 1% leiden, ja, dann muss das 1% verschwinden, dann geht es uns wieder alle gut. Das ist die innere Logik, die auch, wenn es vielen derer, die das 99%-Bild im Kopf haben, noch gar nicht bewusst ist. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Das ist vor ein paar Jahren in München entstanden, beim Telekom-Streik, ich erinnere, ja, die Kollegen hatten eine Wut im Bauch ohne Ende und zwar mit allem Recht, die haben mit allem Recht der Welt gestreikt, die sollten die Löhne gekürzt kriegen, die Arbeitszeit verlängert kriegen und stellen aber alles gleichzeitig. Und jetzt haben welche, nicht alle, dieses transparent gemacht. Und das sieht man, was sieht man da? Die Heuschrecke, die sich, man kann es wohl nicht lesen, von Aktie ernährt. Und der Wunsch ist, es möge die starke Hand kommen und dieses Ungeziffer, das sich an der Börse herumtreibt, vernichten. Womit? Mit Gas. Ich unterstelle den Kollegen, die das gemalt haben, überhaupt nichts, außer einem, dass sie überhaupt nicht gecheckt haben, was aus ihrer Bauchwut heraus unter konsequenter Umgehung ihres Kopfes in die Finger floss und zum Transparent wurde. Und dieser wütende, unreflektierte Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. In dieser Debatte werden auch oft Fehler gemacht und Unsinnigkeiten gemacht und so. Ich warne davor, jetzt jeden, der so einen Bauchantikapitalismus irgendwie schon zum Antisemiten zu erklären, das ist nicht meine Art. Ich finde, das wird auch der Sache nicht gerecht. Ja? Ich rede lieber von der schiefen Ebene. Es gibt eine schiefe Ebene,
die dann ganz unten ist dann tatsächlich der antisemitische Sumpf, aber der Vorteil des Bildes von der schiefen Ebene ist der, man kann erkennen, dass man auf einer schiefen Ebene ist und dann kann man sich auch wieder zurückarbeiten. Ja? Man muss nicht automatisch da landen. Deswegen warne ich auch davor, der Fehler wird hin und wieder gemacht, jetzt jedem, der irgendwie so was sagt gegen Heuschrecken und so, gleich zu sagen, bist du ein Antisemit. Das ist mir zu einfach. Über Antisemitismus gibt es viele, wie ich glaube, falsche Vorstellungen. Jeder ist gegen Antisemitismus, ist auch gut so. Ist auch gut so. Aber ich glaube, dass die allermeisten nicht verstanden haben, was Antisemitismus eigentlich ist. Die allermeisten haben im Kopf, ja, Antisemitismus ist so eine Art Rassismus. So eine Unterform von Rassismus. Wenn ich halt was gegen Juden habe, dann bin ich halt ein antijüdischer Rassist. Das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Das ist zu kurz gegriffen. Natürlich hat Antisemitismus auch mit Rassismus zu tun, aber der Kern des Antisemitismus ist das hier, was hier steht. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus. Dazu sage ich, wenn es die Minuten noch zulassen, kurz was. Das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönlicher Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist Antisemitismus. Wer sagt, ich habe ein X gegen Juden, ich denke, die meisten haben das auch nicht und ich glaube auch jedem, der das sagt, bis zum Beweis des Gegenteils, dem würde ich nie sagen, du bist ein Antisemit. Ja. Aber wenn er sonst meint, Markt und Kapital wird von bösartigen Menschen beherrscht, die eigentlich verschwinden müssen, dann würde ich mit ihm gern darüber diskutieren, was Antisemitismus eigentlich ist. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung eben diesen Kapitalismus nicht verstanden. Und anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach den schuldigen Menschen. Und ein reflektierter Antikapitalismus, der dringend notwendig ist und den ich jetzt in der kürzesten Zeit auch nur noch ganz schnell anreißen kann, ein reflektierter Antikapitalismus, der würde zum Beispiel die Frage stellen, wir können doch heute dank der mikroelektronischen Produktivkraftrevolution ja, so viel Reichtum produzieren wie noch nie, also stofflichen Reichtum, mit so wenig Arbeit wie noch nie. Also da kann man an 1000 Beispielen durchdeklinieren. Als das erste VT-Modell vom Band lief 1924, steckten 813 Arbeitsstunden, also vom Reißbrett bis zur Lackierung in einem Ding. 2008, die Zahl ist auch schon ein bisschen älter, waren im Ford Fiesta noch genau 12 Arbeitsstunden drin. Und der Ford Fiesta ein bisschen komplizierter als das Modell T. Und so kann man das an vielen Beispielen durchsetzen. Das sind doch eigentlich herrliche Zeiten. Wie kann es sein, dass wir unter so herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten müssen? Das ist doch irre. Das deutet doch darauf hin, dass dieses System ganz grundsätzlich schief läuft. Da ist aber keine Frau Merkel und kein Ackermann und keine Heuschrecke dran schuld, sondern da ist die Logik eines Systems der Herrschaft von Markt und Kapital schuld. Und deswegen muss man die Systemlogik angreifen. Weil das ist eigentlich der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt. Dass aus endlich überflüssig werdender Arbeit in der Logik des Systems überflüssige Menschen werden. Kein Mensch ist überflüssig, aber von der Logik des Systems werden immer mehr Menschen überflüssig. Das ist ein Skandal. Was passiert denn, wenn meine wahre Arbeitskraft keinen Abnehmer mehr auf dem Markt findet? Zum Beispiel, weil ein Computer sie besser und billiger macht. Passiert ja massenweise, wird in Zukunft noch mehr passieren, das wissen wir doch. Na, dann bin ich nicht mehr relevant, dann bin ich überflüssig. Im Sinne für dieses System, von der Logik dieses Systems braucht man nicht. Das ist der Skandal. Am Fetisch Wachstum kann man die Systemlogik sowas von durchdeklinieren. Ja? Ohne Wachstum jammern alle. Und zwar nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie klug sind und weil sie ihre Interessen erkennen. Weil sie Interessen erkennen. Der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Profite wackeln. Die IG Metall jammert, weil Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politik, egal, völlig egal welche Partei, jammert wegen ausbleibender Steuern. Das heißt, wenn Kapital nicht wächst, herrscht gesellschaftliche Krise. Damit wird auch deutlich, dass das Kapital nicht irgendwas da oben ist und hier sind wir unten, sondern dass Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis ist, dessen Bestandteil wir sind. Und die Krise ist nicht da, weil sich irgendjemand falsch verhält, sondern weil sich alle richtig verhalten. Im Sinne der Systemlogik richtig verhalten. Und deswegen haben wir es mit der Krise des warenproduzierenden Systems oder des Kapitalismus zu tun. Und das ist das Problem. Wir haben gelernt, das Wort systemrelevant in der Krise.
Und die Banken sind systemrelevant und letztendlich die Zentralbanken, die die Banken versorgen. Die Zentralbanken und die Banken sind systemrelevant. Das ist keine Propaganda, wenn die da oben das sagen, sondern es ist die bittere Wahrheit. Es ist ein Skandal, aber es ist die bittere Wahrheit. Denn Kindergärten, Stadtparks, Schulen, du und ich, wir sind nicht systemrelevant. Das ist die bittere Wahrheit über dieses System. Man muss die Systemlogik angreifen. Ja, und jetzt danke ich euch. Ich hoffe, ich habe die halbe Stunde einigermaßen hingekriegt. Vielen Dank.